Ja, schönen guten Abend, Yannick Linanié. Grüß dich. Ja, für dich lief es ja heute Abend leider nicht so gut. Du hast ja heute gegen Abo Yusupov gekämpft und musstest in der dritten Runde aufgeben. Was war denn los? Was ist passiert? Also mein Trainer hat mir, also meine Ecke hat ja immer jede Runde gefragt, ob mit mir alles okay ist. Ich habe dann gesagt, ey, mein Ohr, also ich sag immer wie ein Flugzeug, so verstopft. Dann hat er gesagt, ey, wir müssen abbrechen. Dann habe abgebrochen und dann spielte ich noch eine Runde. Und ich habe auch schon von Anfang an gesagt, dass meine Gesundheit mir wichtig ist. Er sagt, nein, geht nicht. Und du warst auch mit dieser Entscheidung von deinem Trainer auch völlig zufrieden oder hättest du gesagt, naja, ich war jetzt so im Kampf drin, hätte lieber noch weitergemacht? Ich war zufrieden, weil es sowieso einer meiner letzten Kämpfe sein sollte. Ich meinte, ja, ich mache gerne noch wegen Leidenschaft halt noch ein paar Kämpfe. Aber eigentlich wollte ich sowieso mit Boxen abbrechen, weil meine Nasenscheidewand ist kaputt. Ständig Probleme, immer die Leute hauen zu doll rauf beim Sparring, wollen sich beweisen, weißt du, was ich meine? Ja. Dachte ich mir, ich bin jetzt 30, ich will sowieso in die Selbstständigkeit, ich verrate nicht was, aber ich bin schon am Planen machen. Deswegen dachte ich mir, warum nicht, egal. Hauptsache schöner Kampf, alles respektvoll, hat mir danach die Hand gegeben, wir haben zusammen gelacht, warum nicht. Ja, und du sagst, es ist einer deiner letzten Kämpfe. Du hast ja jetzt heute den fünften Kampf deiner Profikarriere bestritten. Ja. Und da sagst du jetzt schon, also jetzt mit deiner Gesundheit, das war's? Oder wenn jetzt noch ein passendes Angebot kommt, würdest du dann vielleicht doch sagen, okay, ein passendes ich probier's Angebot noch auf jeden Fall, weil jeder weiß, ich habe ein starkes Kind. Also ich konnte in der dritten Runde am Anfang, hat er mich, ich habe immer schön, wenn angegriffen, hat er mich immer schön, als ob ich schon wusste, hat er mich immer schön auf der linken getroffen. Ja. Sorry. Mit dem Haken getroffen und da war mein Ohr schon zu in der dritten Runde. Ich habe nicht mal mehr meine Ecke gehört. Deswegen, da war aber weitergeschlagen, ich habe nichts gespürt. Ich habe halt ein starkes Kinn. Aber ich denke, es ist halt nicht gesund. Aber du würdest trotzdem sagen, so während des Kampfes, der erste, zweite, dritte Runde, also kein Schlag abtäuschen, also muss ich sagen, war auf jeden Fall auf Augenhöhe, definitiv. Also du konntest auf jeden Fall definitiv, definitiv. Aber die Sache ist, ich sag dir ehrlich, ich habe noch nie auf so einer, das ist meine zweite große Veranstaltung und so groß, das war meine erste, bin ich schon die Hälfte der Luft weg gewesen, als ich oben war. Weißt du, was ich meine? Voll Aufregung. Ich guck, die ganzen Lampen fallen auf mich. Ich weiß, jeder ist fixiert auf ihn und auf mich. Ich denke, oh nee, Alter. Also würdest du auch sagen, jetzt auch aufgrund der Kulisse warst du sehr nervös gewesen, sag ich mal. Ich bin eigentlich sehr cool, ich bin auch nicht nervös. Ja. Aber als ich dann da war, da runter von der Bühne gekommen, war ich todesnervös, sag ich ganz ehrlich. Und dann ist ja quasi jeder Schlag, den man selber macht, die drei oder vier Schläge von der Kondition her. Genau. Ja. Und du sagst ja, du neigst dich das ja doch unter Umständen im Ende. Hast du denn jetzt schon einen Plan danach? Oder sagst du, 30, ich hab einen Plan. Es ist ja noch, du kannst ja noch, naja, je nachdem wie die Rente ausfällt, noch 45 Jahre arbeiten. Was ist denn dein Plan? Erzähl mal. Also was genau mein Plan ist, kann ich nicht erzählen. Ich will selbstständig werden im Ausland, das kann ich sagen, mehr nicht. Aber, Boxen bleibt meine Leidenschaft. Ich mache das gerne weiter, weil ich bin ein Typ, ich kann nicht im Fitnessstudio stehen, 10 Wiederholungen machen, 3 Sätze, ist gar nicht mein Ding so. Ich brauche das Boxen, aber nicht mehr so intensiv. Ich war wirklich einmal, zweimal am Tag trainieren, die ganze Zeit und sowas. Boah, ich kann nicht mehr, verstehst du? Ich bin 30, ich muss auch ein bisschen Verantwortung haben, verstehst du, was ich meine, und für die Zukunft kommen, Das ist auf jeden Fall eine gute und gesunde Einstellung, aber eine Frage würde mich noch interessieren. Du, wir haben uns natürlich auch vorbereitet und geguckt, Mensch, bei Boxdeck bist du ja als Cruisergewichtler gerankt und bist aber heute Mittelgewicht angetreten. Wie lief denn die Vorbereitung? Musstest du abkochen? Musstest du hungern oder wie sah es aus? Guck mal, mein erster Kampf, ich war da 28, ein Monat bevor ich 29 wurde, ich habe gesagt, davor will ich noch einen Kampf haben. Ich war im Cruisergewicht. Wir haben geguckt, halt, gegen wen ich gut aussehen könnte. Haben wir den Kampf gemacht und der war im Cruisergewicht, aber es war schon immer super mittel angesetzt. Und da kam auch dann die Coach Promotion auf dich zu oder du auf die und hast gesagt, hallo, ich bin. Ich wurde halt angefragt für den Kampf. Ja. Ich wurde in den letzten Monaten viel angefragt für meinen Kampf, weil ich hatte einen Kampf für den Hof. Da habe ich auch verloren. Meiner Meinung nicht. Meiner Meinung war es unentschieden. Ich habe auch nicht gewonnen. Aber seitdem wurde ich halt oft angefragt. Und es war der erste Kampf, wo ich dachte, das ist interessant. Und es ist auch geil, weil er auch aus Berlin ist. Ja. Weil ich merke, aus Deutschland, die kämpfen gerne gegen Leute aus Tschechien oder Gott weiß ich woher. Aber es war geil, weil wir beide aus der gleichen Stadt sind. Ich kenne ja auch seinen Manager, habe ich auch schon davor kennengelernt. Ich dachte, das kann ein Kampf sein auf Augenhöhe und der Spaß macht. Also vielen Dank für deine Einschätzung. Und nach dem Kampf, trotz der Niederlage, wie wirst du den Abend heute verbringen? McDonalds, Döner oder was? Wie sieht's aus heute? Ja, heute kann ich ein bisschen sündigen, weißt du schon? Ja, na klar. Alles klar. Yannick Linanié hier heute in Falkensee. Ja. Danke dir. Mein Ohr ist immer noch. Alles klar, ich danke dir. Bis dann. Und schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Ciao. Bis dann. Danke. Vielen Dank. Ausmachen, war super. Ich hoffe, du musst das...